Hallihallo, meine lieben Ritter, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir haben versucht, ein Attentat auf Robert de Sable zu verüben, aber es war nicht Robert, es war eine Frau. Und Robert soll sich in Arsouf aufhalten und wir müssen so schnell wie möglich dahin, um seine Pläne zu vereiteln und um ihn zu töten. Wurden sie entdeckt, stoßen sie die Leute aus dem Weg, um ihre Geschwindigkeit zu behalten. Und nutzen sie ihre Sprintfähigkeit, wenn der Weg frei ist. Und diesmal holen wir uns keine Erlaubnis vom Meister ab, sondern der scheint da auch irgendwas vor uns zu verbergen. Der ist nicht ganz koscher. Nun mach schon. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Wir sind jetzt hier und da geht's nach Arsouf. Das heißt, wir reiten jetzt immer den Bogen nach rechts. Okay, wir reiten immer nach rechts. So. Mal gucken, ob ich das den Weg auch wirklich behalten kann. So, hier war ja noch nicht die Abbiegung. Die war irgendwo hier vorne. Genau hier lang. Halt, lass mich in Ruhe. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich halt alle auf uns draufhacken wollen. Lasst mein Pferd in Ruhe. Ey, da gibt's Kloppe, wenn ihr das anfasst. So, durch die Ruinen. Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken. Lauf, lauf! So. Jetzt muss ich doch noch mal gucken. Okay. Pferdchen! Ja. Voll durch die Meute. Ja, ich kann mich erinnern, hier waren wir schon mal. Hier sind wir schon mal falsch geritten. Ach, Affenpack! Pferdchen, bleib hier! Ich brauch dich! Pferdchen! Ich brauch dich! Steig auf! So. Hier lang sieht gut aus. Hier muss irgendwo reingehen. Hier lang. So, jetzt sind wir richtig. Jo, den Weg sind wir bisher noch nicht gegangen. Genau. Die bekloppten Wachen, ey. Wenn ihnen die Messer ausgehen, füllen sie ihren Vorrat in Masyaf auf
Oder bestehlen sie einen Gangster? Ja, ja. Kriegst gleich deine Messer. So. Sind wir in Arsuf. Das ist jetzt hier übrigens keine richtige Stadt. Das ist einfach nur mal so ein Schauplatz kurz, wo das Finale halt stattfindet. Okay, Pferdchen, dann lasse ich dich mal stehen. Alter, ihr, zieh dein Schwert. Alter, ihr! Aua! Aua! Oh, nun greif doch an, du! Blödian! So. So, hier muss ich Pferdchen sowieso stehen lassen. Ja, habe ich verstanden. Komm runter da. Ach, der geht die andere Seite runter. Oh. Okay, kommt mal alle her. So. Noch jemand? Jeder, der mir jetzt meinen Weg kreuzt, der stirbt. Ups. Mensch, nun greif an. Oh. So, weiter geht's. Ich muss zu Robert. Lass mich durch. Oh, nee, Leute. Das ist jetzt hier nicht euer Ernst. Ich renne einfach. Tschüss. Ich glaube, ich muss gegen die alle kämpfen. Okay. Alles klar. Und ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich muss nicht gegen alle kämpfen, aber doch. Da haut das Spiel nochmal richtig zu. Au! Hey! So. Los, komm her. Okay, da lang. Hör auf! So. Ist das die richtige Richtung? Ja.
Ach. Zack, drauf. Au. Du willst. Wie kannst du? Au! So. 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 Au! Hundesohn. Elender Lump, ich werde dir die Hände abschlagen. Ey, ist mal gut. Leute, ich hab heute noch was vor. Du sollst eigentlich den auf den Boden angreifen, aber okay. Los. Hör doch mal auf. Langsam ist aber genug. So viele Leute habe ich im ganzen Spiel nicht getötet. Er ist ein toter Mann, wenn er sich erneut hier zeigt. Oh Gott. Einmal schon habt ihr. Ich muss mal hier durch. Ach Mann. Au, au. Steh auf, Alter, hier. Das ist jetzt die ultimative Herausforderung hier. Ja. Au. Ey, du blöde Jan. So, der Idiot ist schon mal weg. Mensch, jetzt beeil dich doch mal hier. Aua, aua, nicht in den Rücken. Ey! So. Du hast mich angegriffen, du stirbst jetzt. So. Auch noch Zurückzieher, einen Rückzieher machen, das haben wir gerne. So. Ach, ich bin entspannt. Kommt nicht näher. Haltet ein, ich überbringe eine Botschaft, keinen Stahl. Ihr bringt die Kapitulationsbedingungen? Das wurde auch Zeit. Nein, ihr missversteht. Al-Mualem sandte mich, nicht Salah al-Din. Ein Assassine? Was hat das zu bedeuten? Und sputet euch! Es gibt einen Verräter in eurer Mitte. Er hat euch gedungen, mich zu meucheln? Und euch daran zu weiden, bevor ihr zustoßt? Ich bin kein so leichtes Opfer! Nicht ihr seid mein Ziel. Er ist es. Dann sprecht, dass ich mir ein Urteil bilde. Wer ist der Verräter? Der Verräter ist... Robert de Sable. Robert de Sable. Mein Adjutant? Er sinnt auf Verrat. Ihr findet dafür andere Worte. Ihr sinnt auf Rache gegen eure Leute für das Übel, das ihr in Akkon angerichtet habt. Und ich neige dazu, ihn zu unterstützen. Einige meiner besten Männer wurden von euch ermordet. Ich war es, der sie tötete, und aus gutem Grund. Hört mich an. Wilhelm von Montferrat. Er wollte Akkon mit seinen Truppen erobern. Garnier von Nablus. Er setzte seine Fertigkeiten ein, um andere zu indoktrinieren und manipulieren. Siebrand,
Er wollte den Hafen blockieren, um euch vom Nachschub aus eurer Heimat abzuschneiden. Sie haben euch betrogen und sie erhielten ihre Befehle von Robert. Erwartet ihr, dass ich euren Worten Glauben schenke? Ihr kanntet diese Männer besser als ich. Seid ihr ernstlich überrascht, von ihren üblen Absichten zu erfahren? Ist das wahr? Mein Lensherr, der Mann ist ein Assassin. Diese Kreaturen sind Meister der Manipulation. Natürlich ist es nicht wahr. Ich habe keinerlei Grund zu lügen. Und doch tut ihr es. Fürchtet ihr etwa um eure kostbare Festung? Kann sie der gemeinsamen Macht der Sarazenen und der Kreuzfahrer widerstehen? Meine Sorge gilt den Bewohnern des Heiligen Landes. Wenn ich mich opfern muss, um Frieden zu stiften, dann soll es geschehen. Wir befinden uns hier in einer sehr seltsamen Lage. Jeder beschuldigt den anderen. Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich muss Salada treffen und uns seiner Hilfe versichern. Je länger wir zögern, desto schwerer wird es. Wartet, Robert. Warum? Was habt ihr vor? Sicher wollt ihr das nicht glauben. Eine schwere Entscheidung, die ich nicht alleine treffen kann. Ich muss sie jemand Weiserem überlassen. Danke. Nein, nicht euch. Wem sonst? Dem Herrn. Es soll durch einen Zweikampf entschieden werden. Gott steht sicher auf der Seite dessen, der die Wahrheit spricht. Wenn das euer Wunsch ist? Das ist es. So sei es. Zit Blank, Assassin. Ja, Momentchen hier. Zweikampf, ja? Hat Zweikampf gesagt. Nicht Zehnkampf. Aua. Au! Sag mal, bin ich hier irgendwie im Fußball oder so? Ah. Das ist ja wirklich sehr fair gehalten hier. Hallo? Was habt ihr für ein Leben? Aua. So. Okay, zwei Leute noch. Oh, ich hasse diesen mit dem roten Helm, ey. So. Oh. So. Die Zeit der Spieler ist vorbei. So, komm her. Okay. Oh, ey, ich hasse es. Bleib weg. So, Kill-Konter. Kill-Konter, Kling-Konter. Es ist vollbracht. Eure Pläne, wie auch ihr selbst, aufgehalten. Ihr wisst nichts von den Plänen. Ihr seid eine Marionette. Er betrog euch, mein Junge, so wie er mich betrog. Drückt euch klar aus. Oder gar nicht. 9 Männer solltet ihr töten, ja? Die 9, die das Geheimnis des Schatzes kannten. Und weiter? Es waren nicht 9, die den Schatz fanden, Assassine. Nicht 9. 10. Ein Zehnter? Niemand darf das Geheimnis kennen und leben. Gib mir den Namen. Oh, ihr kennt ihn gut. Und ich bezweifle, dass ihr sein Leben so willig beenden würdet, wie das meine. Wer? Es ist euer Meister, Al-Mualim. Aber er ist kein Templer.
Habt ihr euch nie gefragt, woher er so viel weiß? Wie viele wir waren? Wo wir sind? Wonach wir trachteten? Er ist der Meister. Oui, Meister der Lügen. Wir sind nur zwei weitere Bauern in seinem Spiel. Und nach meinem Tod bleibt nur ihr. Ob ihr wohl überlebt, bei allem, was ihr wisst? Mich interessiert der Schatz nicht. Ah, aber ihn schon. Der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er nicht teilen will. Nein. Ironisch, oder? Dass ich, euer größter Feind, euch vor Schaden bewachte. Und nun nehmt ihr mein Leben und beendet damit zugleich das eure. Gut gekämpft, Assassine. Es scheint, Gott stand heute auf eurer Seite. Gott hatte damit nichts zu tun. Ich war der bessere Kämpfer. Ah, vielleicht glaubt ihr nicht an ihn, aber er glaubt an euch. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage. Dann stellt sie. Warum? Warum reist ihr so weit? Riskiert euer Leben wohl 1000 Mal, um einen einzelnen Mann zu töten? Er bedrohte meine Brüder und das, wofür wir stehen. Ah, Vergeltung also? Nein, nicht Vergeltung. Gerechtigkeit, um dem Frieden den Weg zu bereiten. Ah, dafür kämpft ihr. Frieden? Seht ihr nicht den Widerspruch? Mit einigen Männern kann man eben nicht reden. Wie mit diesem tollen Hund Saladin. Mich dünkt, er würde ebenso gerne diesen Krieg beenden wie ihr. Das hörte ich. Aber ich sehe es nicht. Auch wenn er es nicht sagt, es ist Volkes Wille. Sarazener wie Kreuzfahrer. Das Volk weiß nicht, was es will. Deshalb wendet es sich an Männer wie uns. Dann liegt es an Männern wie euch, das Rechte zu tun. Unsinn. Von Geburt an schreien und treten wir. Gewaltsam und unberechenbar. So sind wir halt. Und können es nicht ändern. Nein, wir sind, was wir zu sein wählen. Euresgleichen. Immer spielt ihr mit Worten. Ich spreche die Wahrheit. Es steckt keine Finte dahinter. Das werden wir bald sehen. Doch ich fürchte, euer Wunsch wird sich heute nicht erfüllen. In diesem Moment streckt dieser Heide Saladin meine Männer nieder und ich muss ihnen beistehen. Aber wenn er erkennt, wie verletzlich er ist, überdenkt er seine Taten vielleicht. Ja, vielleicht ist bald möglich, wonach ihr euch sehnt. Ihr wart nicht sicherer als er. Vergesst nicht, die Männer, die an eurer Stadt regierten, sie hätten euch nicht länger gedient als unbedingt erforderlich. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Dann verlasse ich euch jetzt. Mein Meister und ich haben viel zu bereden. Es scheint, auch er ist nicht ohne Fehl. Er ist ein Mensch. Genau wie wir alle. Genau wie ihr. Friede sei mit euch alle Zeit. Oh, haua, haua. Das Ziel wurde eliminiert. Zurück zu Al-Mualim. Hier ist ja die Kacke mal richtig am Dampfen. Al-Mualim ist hier der Drahtzieher. Das ist unfasslich. Oh. Ich sagte aufstehen, verdammt. Hallo. Oh nein. Anscheinend haben uns ihre Assassinenfreunde gefunden. Was? Wie haben sie das gemacht? Moment, ich weiß nicht, wovon sie reden, aber was immer da unten vorgeht, es hat nichts mit mir zu tun. Sie sind wegen ihnen hier. Und ich habe sie sicher nicht eingeladen. Wie ist die Lage da unten? Wir stehen unter schwerem Beschuss. Kommt ihr damit klar, oder muss ich den Gefangenen evakuieren? Sind noch 5 oder 6. Wir sind in der Überzahl. Ein paar Verwundete, aber wir kommen klar. Wir kriegen das in den Griff. Verdammt nochmal, Desmond. Konnten Sie das nicht lassen? Ich sagte doch, ich habe damit nichts zu tun. Wie hätte ich Kontakt aufnehmen sollen? Telepathie? Kommen Sie! Ist auch egal. Sie werden bald tot sein. Hier, hören Sie zu. Bedrohung ausgeschaltet. Sieht aus, als würde die Kavallerie nicht kommen. Weiß nicht, Doc. Vor einer Minute sind sie noch ausgeflippt. Sind sie hier doch nicht so sicher, wie sie dachten? Meinen Sie, die kommen mit Verstärkung zurück? Das glaube ich nicht, Desmond.
Was Lucy versucht Ihnen zu sagen, ist, dass es keine Assassinen mehr gibt, die zurückkommen können. Wir waren sehr erfolgreich im letzten Jahr, haben eure kleinen Enklaven ausgeräuchert, eure Wüstenkommunen und was auch immer. Ich fürchte, Sie sind ganz allein. Ruhen Sie sich aus. Wir bringen das morgen zu Ende. So. Ich schalte mal schnell auf Pause. Die ganzen Infos muss man erstmal verdauen. Und die Folge hat schon Überlänge und wir sehen uns beim nächsten Mal zu Assassin's Creed 1. Bis dann. Ciao.